gestern gab es große Freude bei allen Mexiko-Fans. Mexiko hat gewonnen. Ja, das war Andi hat lange gefeiert, das sieht man ihm an. Du wahrscheinlich nicht, denn du hast ziemlich fit aus. Guten Morgen, Mario, auch gerne. Ich habe auch mitgefeiert. Ja. Er ist ein bisschen jünger, deswegen schaut er ein bisschen verkackt noch besser. Ja, 15 Jahre liegen dazwischen. Bist du erst 12? Gut. Ich habe gar keine paar Tage. Die Winterspiele werden sie auch genannt, die WM in Südafrika. Ja, es ist bitterkalt. Man sieht lauter dicke Jacken, Hauben, Handschuhe. Die Fans vor allem sind dick eingepackt. Hier sehen wir welche. Auch die Spieler sind betroffen. Also es ist wirklich kalt. Es hat Temperaturen um den Gefrierpunkt. In der Nacht sogar teilweise -6. Auf den Bergen liegt Schnee. Es ist bitterkalt in Südafrika. Wenn man von Südafrika spricht, denkt man immer an die große Hitze, an heiße Sommernächte. Ja, momentan schaut es ganz anders aus. Mhm. Und da gibt es auch einige Probleme. Die Japaner zum Beispiel, die haben in ihrem Teamhotel überhaupt keine Heizung. Und da wird jetzt mit Heizstrahlern gearbeitet. Und bei Nigeria ist der Strom ausgefallen, weil es so viel geregnet hat. Die haben eine Nacht ohne Strom verbracht. Also es gibt ernsthafte Probleme in Südafrika. Damit haben viele nicht gerechnet. Mhm. Aber den Gauchos, also den Argentiniern, scheint das ja nichts auszumachen. Ja, es maradonnert weiter. Momentan 4:1 Sieg gestern. Die Argentinier sicherlich am besten ins Turnier gestartet. War ein tolles Spiel und es gibt den ersten großen WM-Star, Gonzalo Higuaín. 3 Tore gestern gemacht. Das sieht man eben. Genau, Stürmer von Real Madrid. Mit seinem kongenialen Partner Lionel Messi. Sie haben ja ein Glück, dass der für Argentinien spielt, der Higuaín, denn er hat einen französischen Pass, ist in Frankreich zur Welt gekommen. Sein Vater war ebenfalls Fußballprofi und hat in Frankreich gespielt, sind dann aber ziemlich schnell nach Argentinien zurück. Und 2006, bevor er für Argentinien gespielt hat, gab es das Angebot, ob er nicht für Frankreich spielen will. Und er hat gesagt, nein. Argentinien, für Argentinien schlägt mein Herz. Und ja, jetzt hat er 3 Tore gemacht und könnte der große Star der WM werden. Wenn man einmal einberufen wird, darf man nie wieder für ein anderes Land spielen. Das muss man vielleicht sagen an dieser Stelle. Eine Woche gibt es die Fußball-WM ja jetzt schon. Wie schaut es denn aus? Welche Teams kommen weiter? Wer ist denn der Favorit? Ja, momentan schaut es wirklich danach aus, dass Argentinien einer der Mitfavoriten ist, auf alle Fälle ein großer Favorit. Die Deutschen sind sehr gut gestartet. Man kann nicht sagen, welche Kontinente besser weggestartet sind. Die Afrikaner haben Probleme gehabt, viele Europäer haben Probleme gehabt. Was man aber schon sagen kann, die Südamerikaner sind sehr gut ins Turnier gestartet. Mhm. Chile hat gewonnen, Paraguay mit einem Unentschieden gegen den Weltmeister. Brasilien hat gewonnen, Argentinien 2 Siege, Uruguay ist gut dabei. Also die Südamerikaner, die haben sehr gut ins Turnier gefunden. Eine Mannschaft, die überhaupt nicht ins Turnier gefunden hat, wie auch schon bei der letzten Europameisterschaft, ist Frankreich. Ja, die haben ein großes Trainerproblem. Die Mannschaft kommt mit dem Trainer nicht zusammen. Und ja, jetzt stehen sie vor dem Großen aus. Die französischen Zeitungen titeln nur noch, es hilft nur noch ein Wunder. Ja, und gestern gegen Mexiko, die 2-0-Niederlage, schaut ganz schlecht aus für die Franzosen. Du als Mexiko-Fan wirst dich freuen. Großartig, ja. Ich finde aber jetzt objektiv gesagt, in keinem einzigen Spielzug war Frankreich besser als Mexiko. Nein, also Frankreich war gestern wirklich ganz schwach und auch schon im ersten Spiel. Also da fehlt einfach alles und ich glaube auch, die werden beim letzten Spiel keine Punkte holen. Ja, dafür gibt es Vorfreude und Euphorie in Deutschland. Ja, schwarz, rot, gold, das ganze Land feiert, WM frei, alle wollen frei haben. Viele Chefs geben auch ihren Mitarbeitern frei oder organisieren Public Viewing. Und ja, vor dem Serbien-Spiel große Euphorie in Deutschland. Sie wollen an das 4-0 anschließen, überall hängen schwarz-rot-golde Fahnen. Also wirklich sogar beim Feuerwehrauto. Da feiert eine ganze Nation, erinnert ein bisschen an Sommermärchen 2006. Vielleicht gibt es das Wintermärchen von Südafrika. Aber man traut ja den Deutschen wirklich sehr viel zu nach diesem Start. Ja, weil sie vor allem spielerisch sehr stark sind, was sie oft nicht waren. Nur jetzt haben sie eine junge, starke, spielerisch starke Mannschaft. Und ja, man wird schauen, wie weit die Deutschen kommen. Du wirst heute Abend wieder Fußball schauen? Den ganzen Tag. Oh, wie konnte ich nur? Entschuldigung, Mario. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es geht aber auch anders, ne? Genau.